salad and wet t-shirt night. Vielen Dank. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Guten Morgen zur frühen Stunde. Bundeskanzler Gerhard Schröder hat sich gestern mit einer Pressekonferenz in die Sommerpause verabschiedet. Es läuft. Es ist alles auf dem richtigen Weg. Und er wird weiterhin diese Strategie verfolgen, die Politik der ruhigen Hand. Oft, wenn er sich diese Politik der ruhigen Hand bei sich anschaut, sagt er sich, den Ring trage ich auch schon lange. Politik der ruhigen Hand, dafür brauchen die meisten Abgeordneten morgens erstmal einen Schluck. Für die Politik ist es schwierig, wo mache ich Urlaub in diesem Jahr? Oder? Schröder, Fischer, wo sie auch hinfahren, überall ist schon eine Ex. Falls Sie nach Kenia fahren, Herrschaften heute Abend hier nicht nach Kenia fahren, Präsident Daniel Arap Moi hat vorgeschlagen, um die AIDS-Gefahr einzudämmen in Kenia. Das ganze Volk, 2 Jahre keinen Sex. Ja. Es geht, es geht. In Österreich klappt es ja auch. Ich meine, kein Sex in Kenia, wirklich kein Sex in Kenia. Für viele deutsche Urlauberinnen ist das ein Fall für die Reisekostenrücktrittsversicherung. Kommen wir nun zu einem Herrn, der sich auskennt mit dem Thema Folgen von ungeschützten Sex, Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer hat die Telekom verklagt, die Deutsche Telekom, weil sie in einem ihrer Fernsehspots ein Double von ihm benutzt. Sie haben den Spot vielleicht gesehen. Und ich meine, warum die Telekom keine echten Stars? Oder? Und wenn sie sich keine teure echten Stars leisten kann, warum nimmt sie nicht einfach Ex-Prominente? So wie E.ON. Das ist mein Lieblingsgag heute Abend. Ja. Werbung mit Ex-Prominenten, so wie E.ON. Es ist wirklich schlimm. Viele verkleiden sich als Franz Beckenbauer, ja, um im Fußball anerkannt zu werden. Kürzlich hieß es wieder, nehmen Sie doch bitte die blöde Maske ab, Herr Vogts. Heute Abend haben wir noch mal ein Star-Aufgebot für Sie hier antreten lassen. Mein erster Gast hat in einer Woche Premiere mit der bereits in Montreux mit der Silbernen Rose ausgezeichneten neuen Serie des großartigen Komödianten unseres lieben Freundes Mirko Nonchev. Heute Abend bei uns Janine Kunze. Und mein zweiter Gast hat noch zahlreiche Fans in Köln und in Düsseldorf. Jahrelang Fußballprofi gewesen hier im Rheinland. Seine Schwester war schon 3-mal bei uns zu Gast, spielt die Mary in der Lindenstraße. Und er selber startet eine Kinderfußballshow. Zum ersten Mal heute Abend bei uns fit wie ein Turnschuh. Anthony Buffo. Gestern Abend, und du weißt es, jeden Abend schaue ich mir Politshows an, um mich zu informieren, um zu sagen, was ist draußen los in der wirklichen Welt, in der harten Welt, abseits des Tingeltangels, in dem wir hier Zuflucht gefunden haben. Und gestern Abend habe ich die Fashion Lady des ZDF mir angeschaut. Immer top gekleidet, in Farben, die auch meine sein könnten. Wer ist das? Maybrit Illner. Maybrit Illner. Die knallharte Polit-Talk-Lady des ZDF mit ihrer Runde mit den 41 Spitzenkandidaten aus Berlin. Gregor Gysi, Rexi Rexroth, Kuschel-Bobereit, Föhn-Steffel und Klotz, ne? Silke Anka-Klotz, die grüne Spitzenkandidatin. Und ich habe jetzt etwas Interessantes festgestellt. Ja? Sie wissen, wie heißt Bobereit mit Vornamen? Jürgen? Klaus. Klaus, natürlich Klaus. Klaus Bobereit hat vor einiger Zeit gesagt, und das ist gut so. Ja? Und das ist auch wirklich gut so. Und gestern war ich irritiert, denn Frank Steffel, schauen Sie mal bitte, das sind Ausschnitte aus der Show gestern. Frank Steffel und Klaus Bobereit, und ich bin ins Grübeln gekommen, aber ich sage es nochmal für alle, die auch irritiert sind. Der von Ihnen aus gesehen Rechte ist schwul. Oder?
Ja, hat er gesagt. Ja, und das ist gut so. Frank Steffel ist natürlich überhaupt nicht schwul. Und das ist auch gut so. Aber ich frage mich, ist dieser Mann nicht zu schön für die Politik? Wollen nicht gerade Frauen einen etwas kernigeren, so wie Willi, der attraktiv war, aber nicht schön? Ja? Kanzler Schröder, sehr attraktiv, aber auch nicht schön. Aber ist Frank, hat der sich die Lippen aufspritzen lassen? Für mich sieht es aus, als hätte er sich die Nase vergrößern lassen und die Lippen aufspritzen. Das kann ich mir nicht vorstellen, oder? Nein. Ist die Politik schon so, das wollen wir doch hoffen, dass wir nie dahin kommen, dass unsere Politik sich so dem Medienterror unterwerfen, dass sich Lippen aufspritzen lassen, Brüste operieren und so weiter, dass das Kriterien sind. Und was mich an Frank Steffel am meisten beeindruckt hat gestern Abend, ist, dass er in diesem Hemdkragen noch Luft kriegt. Das sind diese Eric Le Schön Sponsor-Hemdkragen, die 4 Meter hoch sind, vom Hemd bis zum Hals, hier. Die bilden auch Stütze in schwierigen politischen Situationen. Kannst du nicht umfallen in so einem Hemdkragen. Frank Steffel, dürfen wir ihn auch wählen? Nein. Nee. Schade. Berliner dürfen ihn wählen. Ja, schade. Man sollte direkt einen Wohnsitz in Berlin haben, um Frank Steffel wählen zu können. Also ich meine, wir wollen niemanden politisch vorgreifen, aber es ist ein eindeutiger Generationswechsel in der Politik. Es sind junge, dynamische, lebensfrohe Männer. Er hat auch schon einen eigenen Fanclub, haben wir gesehen. Ach, mit ja. Homepage? Ja, genau. Und Dr. Brömme ist auch schon Mitglied. Wirklich? Ja, wirklich. Wie ist die Adresse? Dürfen wir das rechtlich bekannt geben? Ja, es ist fanclub-steffel.de oder so. www.fanclub-steffel.de. Ja, genau. Bisschen rumsuchen. Also, wir können natürlich rechtlich nichts garantieren, ja, ob da wirklich jeder reinkommt in diesen Fanclub. Aber es ist typisch. Es wird ein spannender Wahlkampf in Berlin mit mindestens 41 Kennedys von der Spree. Schöne Sache. Schau dir diese Augen an von Steffel. Das sind so Knuddel-Teddy-Augen, auf die Frauen abfahren. Das sind auch Augen, die nicht lügen können. Überhaupt nicht, selbst wenn er wollte. Wenn er irgendwie sagen wollte, na hören Sie mal, wir haben doch hier einen Schlussstrich gezogen und einen Neuanfang gemacht, wir als einzige Partei mit der Bankgesellschaft. Wenn es eine Lüge wäre, könnte er gar nicht mit diesen Augen. Würden die Augen lang werden, wie bei Pinocchio. Aber wir haben Wichtigeres zu tun. Ja. Warum können wir jetzt live Tour de France gucken, Herr Andrack? Weil wir es erst 3:50 in echt haben. Eben. 16 Uhr zeichnen wir ja freitags auf, weil wir Tour de France gucken müssen. Und was ist das denn hier? Oh, Tour Kultur, der Struthof. Die Leichen wurden als Brennstoff zum Erwärmen. Da schaltet man mal in die Tour de France rein und dann das. Ich mal schnell woanders hin. Ach, das ist Eurosport. Ist das mit Klaus Angermann? Ja. Ja. Was war das denn? Aber es gibt ja noch Eurosport mit Klaus Angermann. Ja, und ja, Rominger. Es gibt auch Eurosport. Dabei gucken wir eigentlich immer ARD. Mit unserem Top-Reporter Herbert Watteroth, ja, der uns heute Mittag gegrüßt hat. Ja, super. Gegen 15.50 Uhr. Als wir das geschaut haben, hat Herbert Watteroth uns gegrüßt, weil er weiß, dass wir jeden Tag die Tour gucken. Und er weiß, dass wir eigentlich gerne Tour-Reporter wären. Würdest du dir zutrauen, so eine Tour-Etappe zu kommentieren? Also, da müsste ich aber eine Menge Informationen haben. Ja, aber die kann man sich ja aus der ARD-Homepage holen. Ja, richtig. So, jetzt ist wieder Tour. Jetzt ist er sportlich Tour bei der ARD. Im Laufe von 75 Jahren... Ist das Herbert Watteroth? ...hin und her gewechselt ist zwischen Deutschland und Frankreich. Ach, das Elsass. Das wird mehrfach darauf hingewiesen, dass es häufig hin und her... 1870-71. 70-71? Bin ich im richtigen Kanal? Diese Menschen hier haben einiges mitgemacht. Die Elsässer, auch die Lothringer... Aber wie gesagt, die Fahrt geht nach Straßburg, wo das moderne Europa lockt. Mit dem Europäischen Parlament, mit dem Europäischen Rat, mit den ganzen Einrichtungen. Diese Welt. Ist das schon Wahlkampf in Berlin hier oder was ist das? Ach so. Das ist ja unglaublich. Wir kommentieren das jetzt mal selber. Ach so. Ja. Ja, wir sind sozusagen mitten in so einer Bergetappe eingestiegen. Uns blieb gleich die Luft zu Anfang der Übertragung weg. Aber das kommt natürlich überraschend, dass du in so Sportevents natürlich dann plötzlich ganz andere Zusammenhänge plötzlich reinschaltest.
Das ist Peloton. Seit vielen, vielen Stunden nun im Elsass unterwegs, diese Landschaft, die so oft hin und her gewechselt hat zwischen Deutschland und Frankreich. 70, 71, 14, 18. Ja, was heißt hier? Ho, 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 ho. Zum einen stimmt es, zum anderen hört man das den ganzen Tag. Ist ja auch richtig so. Ja. Da hinten die Vogesen. Auch sie haben natürlich oft gewechselt. Aber mit dem Wechseln ist bald Schluss, denn der Euro kommt. Das ist eine dieser berühmten langen Straßen mit diesen Birken. Ist es eine Birke rechts? Ja, das sind die berühmten Birken der Vogesen. Da strampelt jetzt gerade, oh, da setzt sich da gerade eine Dreiergruppe ab. Das könnte, die könnten das Loch zufahren da vorne, ja, zu den fünf Ausreißern. Wahrscheinlich fährt gleich das Peloton auf Richtung den Ausreißern und es ist wahrscheinlich mit einer Sprintankunft in Straßburg zu rechnen. Was natürlich vor allem die Mann um Erik Zabel im Team gestern Telekom, das muss man sagen, doch ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Obwohl Teamsprecher Olaf Ludwig sagte, man könne mit dem Ergebnis durchaus zufrieden sein, weil 24 Sekunden auf Lance Armstrong ist natürlich besser als im letzten Jahr, wo man ja 40 Sekunden verlor. Das sieht nun so aus, dass der Aufpasser, den Stuart O'Grady aus dem Team Crédit Agricole der größten Bauernbank in ganz Frankreich, mit nach vorne in die Ausreißertruppe geschickt hat, den Anschluss ein bisschen verloren hat. Er hat sich natürlich während der letzten 30, 40 Kilometer geweigert, Führungsarbeit mitzumachen. Da ist er, die Nummer 102. Das ist einer der großen Aufpasser hier bei Lance Armstrong im Team von Telekom. Aber auf meinem Zettel sind natürlich die Fahrer wieder in der Reihenfolge der Ankunft geordnet und nicht nach den Nummern. Und wie soll ich Nummer 102 und 185 noch im Feld befindlichen Fahrern so schnell finden? Aber er macht natürlich keine Führungsarbeit. Oh, das ist süß. Das sind so diese kleinen Eigentümlichkeiten, die man sieht irgendwie, ja, in diesen Vogesen. Das ist der berühmte Zwergenhof an der Rue de, ja, Chansonnette. Das sind auch Traditionen, die man im Elsass sich bewahrt hat aus der Zeit, als man zu Deutschland gehört hat. Das wird gepflegt. Und jetzt geht es in einer dieser langgezogenen, durchwegs beleuchteten Linkskurven. Zahlreiche Menschen schon am Straßenrand, die vielleicht auch aus Ermelding in der Heimat von Jan Ullrich herübergekommen sind, um ihn dort zu erwarten. Uns hat Hagen Bosdorf aus Straßburg gesagt, dass sehr, sehr viele Merdinger mit Plakaten in der Zieleinkunft stehen. Und es wird bestimmt ein deutsches Fest werden für das, den Merdinger. Das, glaube ich, kann man sagen, obwohl wir sportlich nicht vorgreifen wollen. Aber wir erinnern uns vor 4 Jahren, als Jan Ullrich ja im gelben Trikot in den Vogesen eingefahren ist, erkältet und das Team Festina nochmal... Oh, das ist Peking. Oh, die Entscheidung. Ach, wer ist denn das? Das ist Senior Antikorruption. Ja. Haben wir die Zeit, ja. Das ist schon wichtig, dass wir das jetzt bekannt geben, oder? Ja. Achtung. Schau dir das an. I want to express the gratitude of the international Olympic Committee. Ja, bevor er das Ergebnis bekannt gibt, allen 5 Kandidaten gratulieren, dass sie teilgenommen haben. Absolut. In Moskau ist das. Bitte? In Moskau ist das, deswegen ist der Ton so schlecht. Ja, das ist über Telefon. So muss ja früher die ganze Olympische Spiele kommentiert werden. Was sagst du? Wer? Peking? Peking. Glauben Sie auch Peking oder Toronto oder Paris? Kein Interesse im Publikum für Olympia. Sag ich doch immer, abschaffen. Jetzt der Umschlag. And the winner is Sepp Blatter. Schau dir das an. Oh, Wahnsinn! Schau, er hat schon die Videokamera mit. Schau. Ein solcher Jubel. Das ist aber eine schöne Sache, auch für uns, oder? Ja, Peking ist gut. Ha? Ja. Peking als ungefähr dieselbe Zeitzone wie wir? Nein. Schon. Nein, das ist jetzt wie die WM nächstes Jahr. Also wir können die ganzen Entscheidungen tagsüber gucken und abends in der Show verwursten. Genau. Schau dir das an. Weinende Chinesen. Security war das links. Ist das ein Indianer? Oder ist es, ich glaube, es war ein indianischer Abgesandter. Vielleicht von woher? Von Toronto? Ja. Man weiß ja, muss man ethnologisch sehr, sehr vorsichtig sein. Man weiß nie, ob das ein Repräsentant ist oder Teil des Showprogramms heutzutage. Ja, schau dir das bitte an. Ich meine... Toronto 23. Das war knapp.
9 für Istanbul. Und damit ist Peking Sieger und Gewinner. Wir werden damals, weißt du, das ist eines von diesen Ereignissen, wo warst du damals, als bekannt gegeben wurde, dass Peking, so wie beim Kennedy-Attentat, Mondlandung oder Unfall von Lady Di. Publikum sagt schon wieder, oh. Wenn sie begriffen werden wie Attentat oder Unfall, sagen sie prinzipiell immer, oh. Könnte ja was Unerlaubtes sein, ist es ja auch. Ja? Aber es ist doch dieser historische Fall, wo waren sie bei diesen Ereignissen und jeder war es. Wo warst du beim Kennedy-Attentat? Noch nicht geboren. Oder? Nee, Quatsch. Hey, oder? Ja, ich weiß nicht, wann du geboren wurdest. Soll ich mal anrufen bei dir zu Hause? Kennedy-Attentat, November 63. November 63. Ja, eben, nee, klar, kurz danach. Bist du erst geboren? Was ja, geboren? Ja. Ich war schon in der Schule. Ja? Wie war es für dich? Bitte? Wie war es für dich? Das Attentat? Ja. Ich habe es nicht so richtig mitgekriegt. Ich habe nur dieses Bild in Erinnerung, wo der kleine Sohn, der ja auch schon leider verstorben ist, salutiert hat. Mhm. Am Sarg. Und ringsum. Aber wir hatten keinen Fernseher, wir mussten zu Nachbarn gehen. Und der Junge hat gesagt, wirklich zu seiner Mutter, warum hilfst du, ist der Nürnberger gestorben. Und dann hat die Mutter wirklich mit einem Filzpantoffel nach ihm geworfen. Sei ruhig! Ich schwöre, es so war es. Und das blieb als Kind. Nun aber zum nächsten Thema, meine Damen und Herren. Heute Nachmittag um 14.20 Uhr erreichte uns aus einem Whirlpool in Smyrna ein Anruf von Mahansi. Und das ist das Ergebnis. Bei uns erfahren Sie, wer Millionär wird. Beim Kampf um die europäische Fußballkrone sind Sie live dabei. Bei uns erleben Sie das Bruderduell hautnah. Reicht uns das? Nein. Ab August präsentieren wir Ihnen Top Late Night der Premium-Klasse. Die Harald Schmidt Show auf RTL. Das Lester Maul hat gewechselt. Dirty Harry zieht durch. Die Harald Schmidt Show ab dem 14. August nur bei RTL. Denn die Besten kommen her. Beobachtet von seinem Vater. Das wäre falsch gewesen, die andere Karte. Das haben wir schon vor Beginn der Sendung gezeigt. Wären wir technisch in der... Bitte? Nein, das stimmt gar nicht. Das verwechselst du jetzt auch wieder. Wirklich? Ja. Was war das denn jetzt für ein Beitrag? Das war jetzt der Beitrag, der gleich das Quiz einleitet und darauf hinführt, dass du nicht weißt, was die Antworten sind. Genau. Kommt das jetzt? Nee, jetzt kommt erst mal das, was du jetzt siehst. Was ist das jetzt? Was kommt jetzt? Das? Ja. Rechts, von mir aus? Rechts, aber von mir aus rechts. Auf unserer Grimmelpreis gekrönten Homepage können Sie Schiffe versenken spielen. Technisch auf dem neuesten Stand aufbereitet. Es gibt sogar eine Reise nach Mallorca zu gewinnen. Wer will das? Ja, ich meine, gibt's die? Ja, ach so. Tolle Sache. Gesponsert oder haben wir die bezahlt? Nee, gesponsert. Das ist eine super Reise. Überleg mal, Mallorca ist doch jetzt so eine First-Class-Adresse. Ja, war es schon immer. Ja, ja. Nicht umsonst habe ich da ein Haus gehabt. Ja, stimmt. Klar. Und wie lange dauert die Reise? Ich meine, wie lange bleibt man? Nicht wie lange braucht man hin? 2 Wochen. 2 Wochen? Ja. Weißt du wo? Mallorca, nee, also nicht Palma. Ja. Mallorca. Ja. Ich hatte neulich Autogrammsammler nach der Show vor der Tür, die haben gesagt zu mir, du hast ihn in dein Haus verkauft, Harald. Schade, dass wir uns in Colorado heute nicht mehr sehen. Da war mir klar, es war ein Fehler. Es war zu voreilig von mir. Es war wirklich... Da tat es mir dann wieder leid. Aber man lernt sich immer zu spät kennen im Leben. Ja, klar. So, jetzt ist Folgendes. Also man kann 14 Tage Mallorca, Cala Ratjada, Deja, Andratsch, Son Vidal,
El Boca de Ramas. Oder direkt bei Christiansens. Und wir haben uns gedacht, auf dem Flughafen, man sitzt ja manchmal so da und wartet, bis der Busfahrerstreik zu Ende ist und sagt sich, wo fahren die hin, wo fahren die hin? Und man liegt meistens falsch. Warum? Weil man von Vorurteilen getrieben ist. Und wir haben dieses Spiel gemacht, wer fliegt wohin? Ich werde raten und ich weiß, ich schwöre es, nicht Bescheid. Wir von der Harald-Schmidt-Show erklären nach § 14 Absatz 3 des Anti-Schmu-Gesetzes, Harald Schmidt hat keine Ahnung. Harald Schmidt hat keine Ahnung, welche Antworten im nun folgenden heiteren Ratespiel korrekt sind. Aufgrund seiner sprichwörtlichen Pfiffigkeit und seines natürlichen Mutterwitzes hat der Nürtinger Ratefuchs es nicht nötig zu fuschen oder zu kiebitzen. Altes Indianer-Ehrenwort, wir schwören, Harald weiß von nix, 100 pro, ehrlich, ohne Scheiß, ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Wohin fliegst du, Kandidat 1? Schöne, Cornelia. Und wohin fliegen Sie heute? Wohin fliegt Frau Schöne? A. Sylt, B. Manchester, C. Katowice, D. Monastir. Sagst du? Monastir. Glaube ich auch. Das hinten ist die Tochter und das ist so ein All-Inclusive-Urlaub. Oder nach Katowice zu den Eltern. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Das ist unglaublich. Ja, unglaublich. Ja, also es wird doch alles umgebogen. Du sagst, Frau Schöne fliegt nach Katowice zu den Eltern, da lacht das Publikum weg. Vorher machen wir Witze, für die wir Leute bezahlen, da lacht keiner. Wie krank ist dieser Staat? Und dann noch Steffel. Was hast du jetzt gesagt? Monastir. Also ich sag Monastir und du? Ich sag Katowice. Okay. Frau Schöne fliegt nach Monastir. Du hast es ja auch eigentlich gesagt. Na? Du hast es ja auch eigentlich gesagt. Naja, aber das war zu vorschnell. Aber wahrscheinlich fliegt da hinten die Tochter mit dem kleinen Kuscheltier. Haben wir noch einen Kandidaten? Keinen mehr? Wir hatten nur einen? Auch. Au. Oh. Wie ist Ihr Name? Piotrowski. Und wohin fliegen Sie heute? Wohin fliegt Herr Piotrowski? A. Chicago, B. Djerba, C. Lanzarote, D. Ibiza. Was meinst du? Nee, du bist jetzt zuerst dran. Ich würde sagen, Chicago macht das Medizinstudium zu Ende. Na, ich sag Ibiza zum Abzappeln. Ibiza zum Abzappeln. Oder nach Djerba zu den Schwiegereltern. Ja? Nee, ich bleib bei Chicago. Chicago. Okay. Chicago. Herr Piotrowski fliegt nach Ibiza. Das ist aber doch relativ. Du hast es gewusst vorher, oder? Nein. Du hast auch nicht gewusst. Nein, ich weiß es nicht, ehrlich nicht. Noch ein? Ja. Sehr gut. Eine kurze Frage. Wie ist Ihr Name? Akar Salahattin. Ich bin türkisch. Und wohin fliegen Sie heute? Wohin fliegt Herr Arkan Hazalakas? Herr Arkan Hazalak, dieser Mann. A. Türkei. B. Los Angeles. C. Malediven. D. Hawaii. Türkei wäre zu naheliegend, absolut, denn ja. Er ist ein türkischer Staatsbürger. Ich glaube, er fliegt Los Angeles zu einer Hochzeit von Verwandten oder Freunden. Ich sag Hawaii, Preisausschreiben gewonnen. Das kommt natürlich ziemlich häufig vor. Ja, die Auflösung bitte. Der Mann fliegt nach Türkei. Oh. Ja, aber das ist aber sehr naheliegend, oder? Ja, also ha? Echt. Haben wir noch einen oder war das der letzte? Nee, wir haben noch einen. Einen haben wir noch. Wie ist Ihr Name? Toni Sinarco. Und wohin fliegen Sie heute? Wohin fliegt Toni Sinarco? A. Mallorca. B. Paris. C. Zürich. D. New York. Das sieht für mich ein bisschen aus Investmentbanking. In diese First-Class-Abteilung, Goldman Sachs, dieser Level.
Zürich. Retten, was zu retten ist. Ja. Ich sag Paris. Warum? Wieso Paris? Ja, ich glaube, für Zürich hat es bei dem nicht gereicht. Die Auflösung bitte. Toni Sinalco fliegt nach Palma de Mallorca. Urlaub machen, ausspannen. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Oh. Wie ist Ihr Name? Irka. Und wohin fliegen Sie heute? Wohin fliegt Ilka? A. Izmir, B. Monastir, C. Punta Cana, D. Mallorca. Wo ist denn Punta Cana? Weiß ich nicht. Punta Cana. Ich glaube, es ist so ein All-Inclusive-Urlaub direkt am Strand, Strandclub. Ich sag Mallorca. Bitte? Was? Ilka fliegt nach Monastir. Nach Monastir auch. War ich auch falsch? Ja, da flog schon Frau Schönfe ja, genau. Hin. Vorne. Ja. Ja, wahrscheinlich mit demselben Flugzeug. Ja, genau. Mein erster Gast kennen Sie alle als Tochter Carmen aus der erfolgreichen Sat.1-Sitcom Hausmeister Krause. Neue Hauptrolle für Sie in der preisgekrönten neuen Serie von Mirko Nonchef. Mirko Mania. Herzlich willkommen, Janine Kunze. Überwältigt. Ja, zu Recht. Mein Gott, ein netter Empfang. Ja, hat nicht jeder hier. Herzlichen Glückwunsch zur Silbernen Rose von Montreux für eure Sendung. Das ist eine großartige Auszeichnung, das ist ein sehr, sehr, sehr großer Erfolg. Das ist eigentlich der renommierteste europäische Fernsehwettbewerb, den es gibt. Und deutsche Produktionen sind dort rar gesät und vor allem mit Silber. Wir sind auch ganz stolz. Ja? Und es war auch wirklich eine knallharte Kategorie, Comedy. Ja? Ohne Worte. In der ihr gewonnen habt. Also Glückwunsch an dich und Mirko und danke. Das ganze Team. Und wir zeigen gleich einen Ausschnitt. Ich habe auch schon gesehen, es ist wirklich sehr, sehr komisch und es ist auch völlig neuartig in der Machart. Aber ich sag mal, für euch beim Drehen war es ja nicht so neu, oder? Die Sketche sind ja... Wie sind die Sketche? Ja, die Sketche sind ja eigentlich, wie man Sketch kennt. Zwei Leute kommen rein, vier Pointe, dann ist der Sketch zu Ende. Ja? Ja, so ungefähr. Es ist nur dann in der Umsetzung und wird da auch viel mit dem Computer hinterher bearbeitet? Ja, weil das ist ja so eine ganz neue Sache. Wir haben ja Comic-Comedy da gemacht. Also ja. Da sind immer so irgendwelche bunten Fische, die da rumschwimmen und das Bild auffressen und so. Aber da haben wir ja nichts mit zu tun gehabt. Wir hatten sehr viel Spaß bei der Arbeit, haben viel in der Bluebox gedreht und es war sehr lustig. Also Bluebox, das ist eben diese blaue Wand hinten, wo dann genau. Alles mögliche hinten noch draufgegeben genau. werden kann. Wir spielen quasi vor einem Nichts und nachher wird dann so eine Comic-Landschaft eingebracht. Ja, aber der Vorteil ist natürlich, dieses ganze System bringt sehr, sehr, sehr viel Tempo in die ganze Sendung. Das einen hohen Drive. Schnell gehen, ja. Ja, es geht zack, zack, zack von eins aufs andere. Wir schauen uns vielleicht mal einen kurzen Ausschnitt an, gerne. Dann ist das wesentlich besser zu sehen, als wenn ich es mühsam versuche zu erklären. Mercomania! Es war einer dieser verdammten Montagnachmittage. Draußen regnete es und seit Stunden saß mir diese langbeinige Blondine gegenüber. Wie oft hatte ich von diesem Moment geträumt. Aber jetzt hatte ich verdammt nochmal überhaupt keinen Bock. Warum sie mich so kalt ließ, schwer zu sagen. Vielleicht ist das das Unerreichbare, das uns fasziniert. Das unerfüllte Begehren, die verzehrende Sehnsucht. Vielleicht lag es aber auch daran, dass mir die Wessex-Bande vor einer Stunde eine beschissene Kugel in den Kopf gejagt hatte. Beruhigend, dass meine Wirkung auf Frauen offenbar nicht gelitten hatte. Das war eine schöne Hochzeit. Ja. Papa, würdest du uns eine Sekunde lang alleine lassen? Ich verstehe. Das war der schönste Sex meines Lebens. Ich glaube mir schlecht. Du bist schwanger? Ach, ist ja niedlich. Bist du schon groß geworden? Wann hat man schon mal die Gelegenheit, einen amerikanischen und einen russischen Top-Agenten auf einmal zu eliminieren? Amerikaner?
Sie, no, 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 Sie brauchen nur diesen Ami, das Ihren wegzuschießen. Sie, ist Russe, mache Tote. Tja, dann erschieße ich eben einen Franzosen und einen Italiener. Ich hasse alle Menschen. Sehr hoher Drive. Aber danke. Da sieht man ja, glaube ich, auch, dass der Job echt viel Spaß macht, Comedy zu spielen, weil das ist alles so krank, aber es ist echt lustig. Nee, und es ist, ich stelle mir es vor allem vor, auch mit Mirko zu drehen, weil Mirko ist eigentlich der Einzige, den ich kenne, der schon, sagen wir, was die Engländer sagen, funny bones hat. Ja? Wenn er nur sich hinsetzt oder wie er Geräusche macht oder nach dem Glas Wasser. Der ist immer so, das ist unglaublich. Ist einfach unglaublich komisch von Natur aus. Der kann gar nicht anders. Doch, kann er schon, aber es ist schon wirklich sehr witzig. Also, da kommt man aus dem Lachen auch kaum raus. Ist auch viel improvisiert? Nee, also bei den Sketchen muss man sich auch schon wirklich daran halten, weil wir sonst die Pointe verschenken. Ja. Und das muss schon auf dem Punkt sein, sonst ist es nicht mehr lustig. Weil es so drüber ist, wenn man da jetzt auch noch anfängt, selber rumzualbern, dann wird da gar nichts mehr draus. Du hast, was ich natürlich tadeln muss, in der 10. Klasse die Schule abgebrochen, das Gymnasium, ja? Ich habe noch einen Abschluss gemacht. Ja. Auf dem Gymnasium, mittlere Reife war das dann. Genau. Ja? So. Und dann hast du aber, was ich sehr gut finde, eine Hauswirtschaftsschule gemacht. Ja, ich habe das Pudding-Abitur gemacht. Hast du die jetzt zu Ende gemacht, die Hauswirtschaftsschule? Nee, auch nicht ganz. Mein Gott, was habe ich überhaupt zu Ende gemacht? Nein, aber ich wollte ja ursprünglich Krankenschwester werden. Das war so ein Herzenswunsch von dir, ja? Ja, nein, eigentlich Ärztin. Aber dann habe ich mir irgendwann gedacht, dass durch viele Lebensumstände, die jetzt auch wirklich keinen interessieren, habe ich gedacht, okay, die Zeit machen wir da. Ja. Mache ich erstmal die Ausbildung. Und ich war noch zu jung, weil ich in der Schule nicht sitzen geblieben bin, nein. Und ich habe also mit 16 dann die Schule abgebrochen. Und im Krankenhaus war es damals noch so, dass die nur Leute mit 18 und mit Abitur genommen haben. Und dann meinten die, Frau Kunze, machen Sie doch Fachabitur. Und das habe ich dann auch gemacht, vielmehr nach einem Jahr. Als ich dann 17 war, riefen die an und sagten, Frau Kunze, Sie können jetzt doch bei uns anfangen. Und dann habe ich das Pudding-Abitur dann auch nur halb gemacht. Aber das war sehr lustig. Das würde einigen echt mal gut tun. Also da lernt man Sachen ohne. Das heißt, du lernst dort perfekte Haushaltsführung? Ich bin die geborene Hausfrau. Ist das so? Ich kann kochen, waschen. Ja, ich meine, wieso? Perfekte Haushaltsführung ist ja was Großartiges, oder? Es hat ja nichts mit Hausmütterchen zu tun, sondern es ist ja sozusagen das Management eines Haushaltes, was gekonnt, gemacht. Ja. Doch toll ist, oder? Vor allen Dingen, da lernt man echt sinnige Sachen. Aber wenn du jetzt einen Raum kehrst, ne? Ja. Also ich meine, ich würde keinen Raum kehren, ich gehe mit dem Sauger da durch, weil das ist mir sonst auch zu blöd. Ja. Aber wie würdest du einen Raum kehren? Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, wenn du einen Besen in der Hand hast, wie du das machst? Ich würde von den Ecken zur, sag ich mal, Raummitte hinkehren und dann alles irgendwie auf so eine Schippe am Schluss. Der ist schon nah dran, aber völlig falsch. Nämlich? Ich weiß nicht, sie hat da so ganz viele Pfeiler an die Tafel gemacht. Ich habe das auch nicht ganz verstanden, aber man muss in jeder Ecke von der Mitte bis zur Ecke hin so ein Häufchen machen. Ja. Ganz konfus ist das. Und dann geht man nämlich nochmal mit dem Besen eine Runde durch den ganzen Raum und sammelt das alles ein. Ich habe es bis heute nicht begriffen. Ich habe mir einen Staubsauger gekauft, das ist wesentlich einfacher. Gut, aber ich meine, es hat bestimmt was für sich, oder? Auch systematisch einkaufen. Frisches Obst, was werfe ich am Montag als erstes weg und so, ja? Ich werfe weg, was schimmelt. Schimmelt aber bei dir viel? Bist du eine von diesen Single-Frauen? Muss ich da, ach, Harald, komm, anderes Erzähl Thema. Erzähl mal bitte, deinen Kühlschrank, macht er sich schon von innen von alleine auf, oder wie ist er? Mann, ich hab doch gesagt, ich verrate es nicht. Aber du hast ja gelernt. Das heißt, du bist also vom Beruf Hauswirtschafts... Nein. Aber ich kann das. Ich bin echt, ich bin zum Heiraten. Ich kann das alles ganz gut. Und mein Kühlschrank macht sich nicht von alleine auf. Nein, das mache immer noch ich. Picobello. Ja, doch, würde ich schon sagen. Da kann man draus essen. Ja. Und du kriegst auch noch eine Einladung von mir. Ich moderiere nämlich jetzt in Köln die Sportgala und in Hamburg und Berlin. Wir touren durch ein paar Städte. Ja. Ich habe mit Sport nicht viel am Hut, aber moderieren kann ich das ja trotzdem. Ich kann ja sprechen. Ich mache den Sprachsport. Fabelhaft. Da kriegst du eine Einladung von mir. Vielen Dank. Bitte rechtzeitig, weil ich bin terminlich sehr eng gestrickt. Nein, Harald, du bist der Erste, der die Einladung von mir auf den Tisch bekommt. Glück gehabt. Auf Eis vom KIT. Vielen Dank für deinen Besuch. Alles Gute, danke bis zum nächsten Mal. Danke. Viel Erfolg. Tschüss. Janine Kunze, meine Damen und Herren. Mein nächster Gast. Einer der nach wie vor sehr populären Fußballprofis, vor allem hier in Köln, in Düsseldorf. Seine Schwester Liz spielt die Mary in der Lindenstraße. Herzlich willkommen, Anthony Baffo. Hat dir gefallen, ne, wie ich reingelaufen bin? Ja, ich habe das schon immer bewundert. Ich finde wirklich so Profis, das ist ein völlig anderer Bewegungsablauf. Ja, ist sehr locker, gerade bei Afrikanern. Ja,
Ist es so? Also seid ihr Afrikaner da im Vorteil? Ich glaube es nicht. Ich glaube, wir haben ein bisschen mehr Rhythmusgefühl. Ja? Ein bisschen locker. Ja. Ich kann dir aber in auch, der Hüfte, würde ich sagen. Ich kann dir aber auch Afrikaner, die in Köln leben, nennen, die nicht tanzen können. Ehrlich? Da gehöre ich aber nicht zu. Nein, absolut nicht. Was ist das da für eine Creme? Du, ich habe in deinen letzten Sendungen gesehen, dass du ein bisschen Haarwuchsprobleme hast. Da bitte? Da habe ich dir das mitgebracht, damit du nachher nicht so ausschaust wie ich. Ne? Ja, aber du hast doch keine Glatze. Ich habe eine Glatze. Na, du hast dir die Haare ganz kurz rasiert, aber hättest du eine Glatze? Nein, ich habe eine Glatze. Wirklich? Nee. Und du bist natürlich. Ich habe natürlich guten Haarwuchs noch. Nur ich habe es mir. Du kannst dich noch erinnern, ich habe mal Dreadlocks gehabt. Ja. Bis hierhin. Und ja. Ich habe einfach die Schnauze voll gehabt, auf Deutsch gesagt. Und dann habe ich sie mir abrasiert. Sieht auch nicht schlecht aus, oder? Nee, also ich meine, bei dir verstärkt es natürlich diesen absolut sexy. Ja. Okay. Du hast in Köln gespielt, du hast in Düsseldorf gespielt, du hast bei den Stuttgarter Kickers gespielt und danach ging es dann in die große Welt, nach Hongkong. Wie kann man sich Fußball in Hongkong vorstellen? Fußball in Hongkong. Ich meine, wird es richtig gespielt wie hier bei uns nach Regeln oder wenn man Zeit hat oder wie ist es da? Trifft man sich unverbindlich? Nein, es ist so, dass das natürlich auch professionell geführt wird, ja. Aber ich glaube, das hat vielleicht Regionalliga-Niveau. Ich habe da auf einer Insel gelebt, Hongkong hat auch Inseln ja. Und ich bin, wie gesagt, immer mit der Fähre rüber, weil ich außerhalb der Stadt gewohnt habe. Und viel mit der U-Bahn gefahren. In der U-Bahn habe ich natürlich einige witzige Anekdoten erlebt. Ja. Wie reagieren? Ich war auch mal in Hongkong. Und ich habe diese kleinen Chinesen da werden sehr frech, wenn sie einen normal gewachsenen Europäer ja, sehen. Du musst man wird verlacht und ein. Oh, ja! Dann stell dir vor, bei mir, ich bin noch nicht mal Europäer. Ja. Also ich komme da in die U-Bahn rein. Ja. Und dann ging es erstmal. Wow. Das erlauben die sich mittlerweile. Ja. Und dann habe ich mich hingesetzt. Habe ich mich hingesetzt ja. Und dann setzte sich eine alte Dame neben mich und dann fing sie auf einmal so an. Nein, im Ernst? Ja, aber du musst dir vorstellen, wie in einem Werbespot war das. Ja. Und ich habe dann erstmal gewartet, bis ich die, bis die Leute ausgelacht haben. Und dann habe ich genau das Gleiche bei ihr gemacht. Habe ich auch so gemacht. Und dann ja. Waren ich die Leute dachte, ruhig. Ich bei ihr so gemacht. Ja. Das ist wahr. Ja. Aber ich muss sagen, die Menschen sind leider, was die Kultur betrifft, sehr ignorant. Weil wenn ein großer Blonder jetzt hereingekommen ja. wäre, hätten die genau das Gleiche gemacht. Ne? Ja. Das heißt, sie sind vollkommen auf sich fixiert. Total, ja. Ja. Gut, das wird sich jetzt auch ändern. Jetzt ist ja, beziehungsweise Hongkong war ja eigentlich vorher der offene Teil. War ja wahnsinnig westlich orientiert. Das waren ja genau die gleichen Geschäfte wie hier. Ja, aber das waren ja viele Businessleute drüben. Und ja. Was die Technologie betrifft, waren die halt sehr weit vorne. Aber was die Kultur alleine betrifft, damit beschäftigen sie sich überhaupt nicht. Ne? Sondern nur ihr spezieller Rahmen. Mit Afrika haben die nichts am Hut. Absolut nicht. Da warst du in Caracas. War das die nächste Station? Caracas, Venezuela Caracas. War danach die nächste Station. Ich habe gelesen, Station. Da hatte ich ein spanischer Arznei. Vertreter nach Caracas geholt. Ja, der hat da Arzneimittelfabriken und... Arzneimittelfabriken in Caracas, das kann man so sagen. Das kann man so sagen, ja. Und der ist deutscher Herkunft und der hat mich damals in Düsseldorf spielen sehen und hat mir gesagt, wenn er sich mal einen Verein kauft in Caracas, dann holt er mich rüber. Das hat er gemacht. Wie hieß der Verein? FC Caracas in der Hauptstadt. Haben die eine komplette Liga in Caracas? Die oder? Haben eine ja. komplette Liga. Fußball aber und auch Baseball, weil Baseball ist da Nummer ja. eins. Ja. Ja. Und wie ist das? Ist das dann schon sehr südamerikanisch oder ist es eigentlich ja, ich meine, Karibik? Es ist ein Land, das sehr korrupt ist. Und ich habe da mal erlebt, wie einem Gringo ist Amerikaner, wie ihr wisst, eine Uhr gestohlen worden ist. Ja. Und dann standen die Venezolaner drumherum, die haben gesagt, oh, el Gringo es muy tonto. Wie kann er natürlich in Caracas mit so einer goldenen Uhr rumlaufen? Ja. Gut, das ist ja lieb gemeint von denen. Ja? Also, es sind ja letzten Endes diese... Das liest man auch immer in den Reiseprospekten. Man soll es eben auch nicht provozieren. Das stimmt. Ja. Ja, das war, wie gesagt, auch meine letzte Station. Und, wo lebst du jetzt? Ich lebe jetzt in Köln und ich werde zwischen Köln und München hin und her pendeln. Eigentlich weil ich für dich wunderbar, du kennst das alles, was Köln ausmacht. Kulturell ignorant, korrupt. Sag mir das nicht über meine lieben Kölner, absolut nicht. Ich fühle mich hier super wohl. Nein, ich meine natürlich nicht in diesem Maße, aber so... Auf eine kölsche Art mit sehr viel Herz kann man da sehr viele Elemente auch. So werde ich jetzt auch meine neue Show moderieren, ja? Liga Disney Channel, Liga um Disney Channel. Zum Übergang zu finden. Auf Premiere World. Das ist ein ganz neues Format mit Kindern und Erstligafußball. Wir haben da sehr aktuelle Berichte aus der ersten Liga und man kann sich im Vorfeld der Sendung ein eigenes Dreamteam zusammenbasteln aus den jeweiligen Mannschaften ja? der Bundesliga. Darfst immer nur einen Spieler nehmen
und dein eigenes Dreamteam zusammenbasteln. Und es gibt natürlich auch Mannschaften der Woche, die, ich habe eine Jury von 5 Kindern, ja, die natürlich durch Einspielungen von guten Torwartreaktionen oder guten Abwehraktionen oder Mittelfeldaktionen die Mannschaften zusammenstellen. Und die wird natürlich nur von der Jury streng bewertet. Und es kann auch mal sein, dass wir zum ersten FC Bayern, zum FC Bayern München auf die Geschäftsstelle fahren, wo ein Kind mal den Uli Hoeneß interviewt oder Effenberg oder Kahn. Und bei Kindern ist es ja sehr witzig und locker. Und dann, ich glaube nicht, dass diese Menschen den Kindern ein Interview verwehren werden. Überhaupt nicht. Das sind ja direkt Kindernarren. Gerade die genannten. Ja? Und jetzt, wo du in Köln bist, hoffe ich, dass wir dich öfter mal sehen. Ich komme nochmal vorbei. Ja? Alles Gute, mein Lieber. Und einen schönen Urlaub. Dankeschön. Ja? Tony Buffo, meine Damen und Herren. Das war's von uns für heute. Dankeschön, gute Nacht.